Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Test meiner Kommentatorenkünste in dem Spiel VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Auch das nächste kommende Bundesligaspiel ist auch eben der VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Leider ist das hier auf Pro Evolution Soccer 10, also nicht die jetzigen Mannschaften, aber mal schauen, wie es wird. Hier sehen wir die beiden Mannschaften mit Kapitän Josue und Roman Weidenfeller. Hier kommen. Ja, der BVB wahrscheinlich leicht favorisiert, aber man weiß es nicht. In diesem Spiel spielt aber VfL Wolfsburg noch Edin Dzik und wie Sie hier sehen, auch Grafitsch. Könnte ein interessantes Spiel sein. Interessante, viele Fans aus Dortmund sehen wir hier links und der Rest alles Wölfe. Schauen wir mal. Interessant. Irgendwelche Veränderungen? Ja, Sven Benner im offensiven Mittelfeld. Was ist denn das? Ist ja interessant. Hier sehen Sie mit 18 Lukas Barrios, aus dem wird es heute ankommen. Ja, bin ich ja mal gespannt. Bender in der Offensive. Naja. VfL Wolfsburg fängt an. Ein Anstoß von links nach rechts über Peter Pekarek, der heute spielen wird. Auch Sascha Rita. Das ist ein Mann, der sehr viel läuft. Wird aber abgefangen von Nuri Sahin. Einwurf. Wölfe. Gleich mit ordentlichem Beginn. Arbeiten sich immer weiter nach vorne. Einwurf. Dortmund. Schmelzer. Auf neben Subotic. Auf Sven Benner. Jetzt ist er doch im defensiven Mittelfeld. Wurde auch anscheinend falsch angezeigt. Aber mal schauen. Seitenwechsel. Von Uwe Mieler auf Schmelzer. Auf Kevin Groß. Auf Großkreuz. Hummels. Dortmund sucht langsam nach vorne zu finden. Jakub Blaszczykowski, das ist ein Mann, der schnell ist. Er könnte mal jetzt einen Sprint loslegen und dann sehen Sie hier nur eine Staubwolke. Der BVB arbeitet sich langsam weiter nach vorne. Jetzt vielleicht mal über die linke Seite, über Kevin Großkreuzer, bleibt an den Kapitän Josue her. Ein offenes Spiel, die ersten 10 Minuten erstmal antasten, auch der VfL Wolfsburg. Gibt noch nicht das, was sie können. Also ist eher gerade ein langsames, langweiliges Spiel. Peter Pekarek läuft uns aus im Bedrängnis von Lukas Barrios. Jetzt vielleicht mal Dortmund. Schmelzer und Großkreuz laufen sich da ja fast gegenseitig um. Jetzt zieht Schmelzer mal zum Sprinter und hat die Flankenmöglichkeit, aber gut geklärt. Von, ich glaube, Andrea Basagli. Ich habe es jetzt nicht genau. Ah nee, Mattlung war es, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hat nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall schön Rettungstag. Entschuldigung. Über Zvetanisimovic, das ist der Spielmacher in den Reihen von den Wölfen. Auf den müssen sie heute aufpassen. Simovic. Auf Pekarek, der legt ihn zu weit vor, hat ihn aber. Seitenwechsel. Gut aufgepasst von Jakub Blaszczykowski, der den Ball abgefangen hat und jetzt den Konter leitet über Robert Lewandowski wieder zurück auf Jakub Kuba, wie er genannt wird. Jetzt vielleicht nur eine Seite, aber nee, wird nicht. Also, das ist eher gerade ein Spiel der Langeweile. Mattlung schießt Kuba an. Jetzt vielleicht Schäfer legt zurück auf Alexander Mattlung, auf Andrea Basagli. Wieso? Peter Pekarek. Sascha Rita. Simovic. Also hier geht gerade nicht wirklich viel nach vorne bei beiden. Trauen sich vielleicht auch nicht. Vielleicht in Gefahr, in einen Konter reinzulaufen, weil beide Mannschaften sind extrem konterstark. Wie die Experten sicherlich schon wissen, aber man muss es trotzdem nochmal sagen. Wieder immer diese Seitenwechsel. Ja. Mal schauen, wer hier den ersten gefährlichen Torschuss kriegt. Also wenn es hier so weitergeht, dann brauchen wir hier noch ein paar Stunden. VfL wieder über Alexander Mann und er verliert fast den Ball an Lukas Barrios. Aber Kevin Großkreuz hat sich ihn jetzt genommen. Verliert ihn aber wieder an Alexander Mattlung. Der spielt zurück nach Diego Menayo, der nimmt ihn sicher. Andrea Basagli. Sascha Rita, einer, der sehr, sehr viel läuft. Ich hab's schon mal gesagt. Nur unterwegs. Peter Pekarek. Wieder Großkreuz schneller. Jetzt Nuri Sahin, der kann die gefährlichen Pässe schlagen in die Mitte. Genauso einmal einig! Aber Diego Menayo vor Kuba. Hat er gut aufgepasst.
Stille im Stadion. Waren sie überrascht? Anscheinend, dass hier doch mal was nach vorne geht. Kevin Großkreutz. Viel am Ball heute. Lewandowski. Blaschikowski auf Lewandowski. Der ging 5, aber das kann ja nichts werden. Ungefährliche Freistoßposition. Oh, Blaschikowski schießt. Eigentlich ist das Nuri Sahin, der schießt. Aber nicht schlecht gemacht. Erste große Torschance, sagen wir es mal so. Erster Schuss aus Tor. Aber wenn es nicht ganz aus Tor war. Gnaio mit dem weiten Abschlag auf Fabian Johnson. Aber Kuba wieder schneller. Lukas Barrios. Blaschikowski, der zieht jetzt mal zum Sprint an. Nimmt hier drei Leute mit. Jetzt den vierten. Den tunnelt er auf Barrios. Und Gnaio. Oh, das war ein wunderbares Solo. Hier. Oh, das ist unglaublich. Und Barrios da mal mit dem Schuss. Aber Diego Gnaio ist kein schlechter. Das weiß man. Der VfL Wolfsburg weiß, was sie an Diego Gnaio haben. Das ist ein Wahnsinnskeeper. Ecke Nuri Sahin. Aber wird abgefallen. Für Nachschussposition vielleicht für Kuba. Der läuft da links. Und abseits. Auf Lewandowski. Ja, klares Abseits. Dortmund erhöht leicht das Tempo am Ende der ersten Halbzeit. VfL vielleicht jetzt mal auch mit um die gefährliche Chance, aber kommen noch nicht wirklich nach vorne. Können ihren Edin Dzeko, der so torgefährlich ist, noch nicht einsetzen. Vielleicht mal über Marcel Schäfer. Ja, Bender vor Grafitsch. Zubutic. Lewandowski. Viele macht schön, gefällt mir gut. Simovic, der müsste ja mal eine geniale Aktion bringen. Hier ist er, der Mann. Edin Dzeko, auf dem wir jetzt heute bei den Wölfen ankommen. Schöner Pass. Sascha Rita muss zurückkommen. In Bedrängnis. Wieder Seitenwechsel. Wieder so ein Fehlpass. Wieder Kuba dazwischen. Aber er macht da nicht gut. Das macht er nicht gut. Grafitsch jetzt mal vielleicht. In die Mitte auf Misimovic. Der weiß auch nicht wohin. Und da wird das Tempo wieder rausgenommen und hinten rum gespielt. Josué zu weit vorgelegt, aber kriegt er noch. Schön gemacht. Sascha Rita. Im Bedrängnis. Wieder Großkreuz dazwischen. Der macht seine Sache heute gut. Sven Bender. Lewandowski. Jetzt vielleicht nochmal in der Nachspielzeit eine gefällige Chance. Aber so nicht. Erste Halbzeit ist rum. Und ja, war ja nicht so spannend. Wie wir es hier sehen. Schüsse. Zwei davon einer auf Tor. Ballbesitz. VfL Wolfsburg. Leichte Überzahl. Aber im Grunde noch ein ziemlich schwaches Spiel. Wir können ja nur hoffen, dass die zweite Halbzeit besser wird. Und wir beginnen mit der zweiten Halbzeit. Diesmal Borussia Dortmund von links nach rechts. Uwe Mujela. Ich muss hinten rumspielen. Also ich hoffe, jetzt kriegen wir ein bisschen mehr geboten. Das ist ja echt langweiliges Spiel gerade. Großkreuz. Viel unterwegs heute. Foul, hat der Schiedsrichter da gesehen? Ich habe da keins gesehen, aber mal gut. Vielleicht jetzt Kuba mit einem besseren Freistoß. Den Luft da nur rein, aber das war ja mal ganz schlecht. Aber Wolfsburg macht das nicht viel besser. Haut ihn einfach wieder nach vorne, wird abgefangen. Schönes Ding von Großkreuz. Sollte eine Flanke werden anscheinend, aber es wurde ein Schuss und kein Problem für Gnaio. Grafitsch mit der Ballannahme auf Misimovic. Der verliert ihn gleich wieder gegen Barrios. Der ist auch viel unterwegs heute, aber dann wieder so ein Fehlpass. Es ist noch nicht wirklich das, was die beiden Mannschaften können. Kevin Großkreutz wieder. Nimmt jetzt gegen 4 auf. Aber so wird das nichts. Dzeko. Grafitsch. Haben wir noch nicht viel von den beiden gesehen. Vielleicht jetzt mal Grafitsch versucht. Uiuiui, wird es doch nochmal gefährlich. Muss Roman Weinfeller den Ball rauskloppen und hoffen, dass er Grafitsch oder Mats Hummels selber nicht anschießt. Wie gesagt, aber bisher haben wir noch nicht viel von Grafitsch und Dzeko vorne gesehen. Misimovic auch ja bisher blass. Schauen wir mal. Könnte noch besser werden. Es ist noch lange zu spielen. Ich beschwere mich hier schon wieder. Aber jetzt sehen wir hier erstmal die Dortmund über Blaschikowski. Der kommt gut rein. Aber wird geklärt. Aber der Nachschuss von Barrios auf Großkreuz. Der könnte mal nach innen ziehen und abziehen. Genauso. Gnaio dazwischen. Hier erstmal
Kriegt er gerade noch so raus, Kua in die Mitte. Wird dann hier fallen, wird geklärt, aber gleich wieder abgefangen. Marius hat das Auge für Großkreuz und er versucht's einfach mal. Aber das ist Außennetz. Aber der hätte Benayo sogar. Vielleicht hätte er nochmal in die Mitte legen sollen. Aber das wäre dann wieder zu schwer geworden. Einfach mal Abschluss suchen. Schmelzer verliert den Ball gegen Dzeko. Dzeko, der trabt dahin. Und jetzt zieht er mal an zum Sprint. Flank gut rein. In der Mitte Grafitsch gegen Subotic. Aber Subotic ist der Gewinner dieses Kopfballduells. Lewandowski verliert den Ball gegen Grafitsch. Da haben die überhaupt nochmal wieder. Ja, gut. Leischikowski. Schön gemacht, aber ja, Grafitsch kommt da zu spät. Aber gut gemacht von Blaschikowski, der hier den Freistoß rausholt. Langer, alter Ball. Aber wird abgefangen. Fabian Johnson. Wow, das ist er, das ist, Katastrophe. Barrios, weiß auch nicht wohin. Beide trauen sich irgendwie noch nicht wirklich. Und jetzt vielleicht mal Grafitsch wieder mit einer guten Aktion auf Sascha Rita, auf Edin Dzeko. Da kommen gleich zwei Dortmunder und noch nicht Ecke. Gut gemacht von Marcel Schmelzer. Was für eine Ballannahme von Kevin Großkreuz. Das war sehr schlecht gemacht. Jetzt Kevin Großkreuz gegen Dzeko. Die traben da ja. Die schlafen ja fast ein beim Gehen. Peter Pekarik schießt Großkreuz an. Einwurf VfL Wolfsburg. Wechselt aus. Fabian Johnson, von dem man nicht viel gesehen hat. Kommt jetzt Makoto Hasebe rein. Flanke endet wieder bei den Verteidigern. Josué, Dzeko, Pekari. Weiter Ball auf Misimovic. Der ist gut. Der kann gut flanken. Der muss ihn jetzt gut reinhauen. Der kommt gut. Aber wieder oben jetzt. Jetzt Misimovic. Schöner Pass auf Dzeko. Da kann er nichts draus machen. Nicht von der Position. Da hat er das Beste rausgeholt und das ist die Ecke. Vielleicht jetzt die Ecke. Misimovic. Spender und Schmelz erklärt ihn. Pekarik. Nein. Ecke. Oder? Ah nee, Quark. Grafitsch wurde eingeschossen. Abstoß Weidenfeller. Wolfsburg jetzt mit mehr Angriffen nach vorne. Bender. Katastrophenpass. Katastrophenpass. Dzeko gut aufgepasst. So, jetzt habe ich es. Schmelzer. Subotic. Juri Sahin. Ey. Das ist ja die Balleinnahmen und die Pässe sind hier gerade nicht so berauschend. Der Borussen. Aber das macht nichts. Macht ja keiner was. Also das wird hier ein typisches 0-0. Wenn hier nicht irgendeine Überraschung passiert. Wenn jetzt nicht. Vielleicht jetzt über Kevin Großkreuz. Der passt sehr schön. Barrios aber wird wieder abgefangen von Peter Pekarik. Dzeko. Auch noch nichts gesehen. Nimmt den Ball, läuft ein paar Schritte, passt ihn wieder. Ja, gut gemacht von Grafitsch. Auf Dzeko. Der legt zurück auf Makoto Hasebe, der reingekommen ist, aber den liegt er sich zu weit vor. Jetzt wieder die Dortmund. Lewandowski, der hier den Spielmacher macht. Nur 5 Minuten, dann ist dieses grausame Spiel, man kann es leider nicht anders sagen, zu Ende. Aber jetzt nochmal ein schöner, nochmal ein gefährlicher Pass zurück. Und Kuba ist schnell, merkt ihn und da muss Matlung faulen. Da muss er ihn faulen. Wenn nicht, wäre er hier frei vor Benayo gewesen. Schön aufgepasst von Kuba. Gut gemacht. Schäfer wird ausgewechselt, dafür kommt nochmal ein Stürmer, mal ein schneller Stürmer, Oberfemi Martins. Freistoß, Kuba. Das sind ja auch Freistöße, die sind ja katastrophal. Also, wir sollen sie lieber wieder Schein schießen lassen. Aber jetzt nochmal Wolfsburg. Vielleicht mit der letzten Chance wieder spielen. So, über Grafitsch. Der läuft und läuft und läuft. Kann jetzt flanken, flankt auch rein, aber nicht. Ist einfach zu ungefährlich. Kevin Großkreuz. Rennt, rennt und rennt. Das ist unglaublich, der Typ. Schein, jetzt nochmal. Wir sind jetzt gleich in der Nachspielzeit. Wir sind in der Nachspielzeit und es gibt natürlich nur eine Minute drauf. Letzte Chance über Nuri Sahin, der flankt ihn rein. Makoto Hasebe klärt. Bender, kann ihn nochmal abfangen. Irgendwie in die Mitte. Nee. Abgefangen, Oberfimi Martins. Und das war's.